Hallöchen, mein lieben Freund, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. Hier im Stall sind wir stehen geblieben. Clement, dann können wir auf jeden Fall die Mütze wieder geben. Hier, Clementine. Ich hab was für dich. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything. Ja, wo musst du den Hut ja herhaben, ne? Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Oh. Ich sag einfach eines Tages sicher. Someday, maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Oh, warum willst du die Kuh nicht streicheln? So, sie kann nicht reden. Duck und Andy haben wir noch. Schauen wir, was Duck so Schönes zu reden hat. No, not really. It smells funny in here. Like duty. So, was haben wir noch mit Andy? Hey there, Andy. Yeah. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he ought to. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Scheint in Ordnung zu sein, sehr schön. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Yay! Thanks. Yep. Yep. Gut, wir haben also noch anscheinend ein bisschen Zeit. Ich mach mal Just von der Tür auf. Ich weiß nicht, ob das doch ein Hinterlager vom Schuppen von der Dings ist oder ob es hier weitergeht. Oh. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. Ah, die haben dann bestimmt einen Walker eingeschlossen. For sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. Wartet mal noch lieber einen Tag noch. What you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Na, mach's doch nicht auf. Der steht doch direkt neben dir, du Trottel. Wir haben zwei vier Schrauben. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you think that? Ja, wie kommt er wohl drauf? You know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Wir brauchen einen Schraubenzieher. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Nö, alles in Ordnung. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right okay, perfekte Möglichkeit, jetzt eigentlich reinzugehen. Hat er einen Schraubenzieher dabei? Er hat eine Axt dabei. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken, okay. Komm mit Andy. Komm raus hier, ich muss mal ganz kurz mit dir draußen reden. Yeah.
Hast du einen Schraubenzieher? Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. Hast du einen Schraubenzieher? Ich muss mal ganz kurz die Schrauben hinten abmachen. Wir haben aber keinen, ne? Wir haben keinen Schraubenzieher hier. Und ich habe auch keinen in den... Eventuell haben wir hier einen drin. Die war doch die Kiste gewesen, ne? Genau, hier. Eventuell können wir hier das Ding untersuchen. Haben wir vielleicht noch einen Schraubenzieher, den wir da drin haben? Oder da oben habe ich noch was gesehen. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty fine. Okay, doch kein Schraubenzieher. Aber irgendwie brauchen wir doch einen Herrn, sonst hat er jetzt nicht danach gefragt. Okay, let's do this. Oh no. Okay. Wir brauchen einen wenn ich jetzt frage, ist das auffällig. Wieso ist die Tür abgeschlossen, kann ich nicht fragen. Dann hegt der Verdacht. Schraubenzieher? Da wird er fragen, wofür ich das brauche wahrscheinlich. Ich mach's einfach mal. Das war klar. Ich habe nämlich gar keine Möglichkeit, das zu rechtfertigen, aber das... ich brauche einen Schraubenzieher. Ich frag mal dummerweise. Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while, raid our stuff, even with the fence. Danny braucht noch mal etwas. Danny needs something again. All right. Be right back, Doc. Irgendwo muss ich den Schraubenzieher. Haben wir irgendwo einen? Anscheinend nicht, aber Kenny hat ja auch nichts. Ne? Der Typ, der steht auch noch da. Der sollte eigentlich Wache halten. I still can't get that lock off the door. You probably just need a screwdriver or something. Ach, sag bloß. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Wenn ich jetzt rangehe, ist er gleich wieder da. Let's do this. Wobei. Gut, wir brauchen auf jeden Fall den Schraubenzieher, ansonsten kommen wir nicht rein. Aber ich habe eigentlich alle Türen abgeschaut, ne? Also hier war nichts mehr drin gewesen an Schraubenzieher. Da ist ein Brecheisen da unten. Ist ja egal, ich komme da eh nicht ran. Ich kann noch mal ganz kurz reingucken, aber ich glaube, ich habe hier nichts von Schraubenziehern gesehen. Nee, da ist nichts an Schraubenziehern. Ja, auf jeden Fall brauchen wir den, weil sofort, egal, wenn wir rangehen, dann triggert auf jeden Fall wieder das Event. Und da kommt wieder der Typ. Wo könnte denn ein Schraubenzieher liegen? Also, ich glaube hier nicht wirklich, weil hier ist noch ein, genau, das Heuballen. Vielleicht ist im Heuballen noch was drin. I wanna put in the hay. Just stay close to your mom for now. Aww. Okay. Kleiner Bube, du. Aber immer noch kein Schraubenzieher. Im Dings kann man da auch nichts finden. Im Eimer. Vielleicht haben wir hier noch was drin, ne? Das kann ja auch sein. Das hier in der Milchkiste, aber ich glaube, die war leer, ne? Da war ja kein Schraubenzieher. Da sieht schlecht aus. Gut, gehen wir raus. Ich glaube, hier gibt es keinen Schraubenzieher in der Scheune. Da müssen wir den woanders herklauen. Gut, hier haben wir geschaut gehabt. Da war ja hoffentlich nichts drin gewesen. Aber zumindest sieht das... Ach, das ist auch noch ein Stein gewesen. Es sieht sehr, sehr verdächtig aus, was die alles tun. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall das später machen. Wir hätten zwar theoretisch noch eine Axt, aber ich glaube, das ist ein... Oh, was haben wir hier? Okay, ein Karton ohne... Oder eine Kiste ohne was drin. Schade. Haben wir noch den Futtertrog, aber das war es auch gewesen. Nee, hier ist kein Schraubenzieher drin. Wenn wir jetzt rausgehen, können wir mal ganz kurz mit Kenny reden. Vielleicht hat er ja noch was. Try distracting Andy. There's gotta be something out there you can mess with to keep him busy for a while. Mach du das? What about those generators? Ernsthaft? Die wollen sich extremst in Gefahr begeben, nur um zu wissen, was da hinten ist. Aber ich denke mal, das wird auch wieder ein Walker sein. Meistens halten sie sich ja Walker, um irgendwas zu testen. Ach, schon die Statue zumachen, ne? Sonst gibt's Ärger. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them.
Das ist doch gut, dass ich Larry wenigstens mal gut unterhalten kann. Sonst ist er ja immer ein Arsch, ein böser Mensch und jetzt, da hinten ist ein Werkzeugkasten, seht ihr den? Ah, siehst du, schau an. It's a small toolbox. Da wird doch, eine Zange. Ein Multitool heißt sowas. Auch noch nicht gehört, aber ich bin auch kein Werkzeugbenutzer. Aber es nützt sich auf jeden Fall. Wenn wir jetzt ein bisschen was am Generator rumfummeln. Ah, Larry sieht das halt, ne? Larry und die Olle. Einfach mal auf ausdrücken. Das wäre ein bisschen zu simpel. Power Switch. Oh mein Gott. Und jetzt verpisst sich dort. Vor allem ist es ja auch lau. Oh. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Ich kann das jetzt nicht nochmal ausmachen. Das fällt doch auf, wenn ich da schon wieder dran rumfummle. Haben wir vielleicht sonst noch was? Ah, hier unten ist was. Naja, komm. Da auf jeden Fall ein bisschen was rumfummeln. Damit es ein bisschen schwieriger ist, als sowas Simples, war ja klar eigentlich gewesen. Können wir den Riemen. Ich werde sie wieder auch nicht anpacken. Ach verdammt, ich wollte nicht die 1 machen. Looks like that Bellstrom in the Okay. Das können wir also vergessen, die Abschirmung. Jetzt ist das Ding. Na toll, jetzt ist das Ding offen. Kannst du den Abschirm gleich mal wieder zumachen? Okay, anscheinend nicht. Ja, die Frage ist, was nun? Können aber, weiß ich nicht, das Ding. Dann sieht er aber, dass irgendjemand dran rum. Ach so, jetzt natürlich. Ja, okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Fucking Danny, where did he find this piece of shit? Oh, fucking thing through a belt. Damn it, Tom. Ah, son of a fuck. Oh, this take forever. Und jetzt schnell rein, wa? Würde ich sagen. Aber gut, dass der Riemen gerissen ist, obwohl er ihn mitgenommen hat. Das würde mir noch mehr. Ja, ist egal. Es sieht zumindest sehr, sehr komisch aus. Und jetzt gucken wir auf jeden Fall gucken, was hinter der Tür ist. Ich wette mit euch, es ist ein Walker. Ein angeketteter Walker. Oh, er ist abgelenkt. Können wir ganz kurz nochmal mit Kenny reden. Ich picked up something I think could help with the lock. Nothing to stop you now. Oh Mann, wir riskieren absolut die Gastfreundschaft von denen. Och, jetzt gibt's Essen, ist das denn ernst? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Alter. Ich alleine. Oh, dahinter ist. Seht ihr das Licht? Habt ihr das Licht gesehen? Dahinter war schon Licht gewesen. Achso, ja. Ja, besser unauffällig alles wegmachen, statt es kaputt zu machen. Wir müssen es bei jeder einzelnen Schraube machen. Ich hasse das. Lass uns da trotzdem bei allen 4 machen. Das geht recht schnell. Ja, ich habe so ein Spalt Licht gesehen. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Kisten. Aber wer weiß, Kenny meinte, er hat was gehört dahinter. Oh, sei vorsichtig. Mit Licht sogar. Ich glaube schon, dass das ein Walker dahinter ist. Oh, scheiße.
Eine Folterkammer? Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Oh oh. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Ernsthaft? Und dann trotzdem abgeschlossen? Das glaube ich nicht so richtig. Biscuit, you are an angel. Excuse me, miss. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Ich glaube, ich werde jetzt mal nach oben gehen und nach Mark schauen. Naja, das werde ich doch definitiv tun. Ich glaube nicht, dass er noch am Leben ist irgendwie. Hier ist ja angeblich das Bad, was wir uns natürlich gerade gerade reinziehen, um uns die Hände zu waschen. Ich glaube aber nicht, dass irgendwie Mark noch am Leben ist. Vor allem, was ist... Da! Sei leise und nicht so schwer. Was ist das für ein Kabel? Oh, ich will die Gastfreundschaft eigentlich nicht vermissen. Also, die sind schon ganz cool drauf. Okay, die Tür ist... Ah, da ist doch eine Tür. Ich glaube, ich muss da hinten erstmal rein. Na, wo da hinten ist ein Wandschrank, ne? Mark. But Brenda said he was up here resting. Okay, ich weiß. Oh. Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Ich hätte gedacht, da wäre irgendwie ein Loch oder so ein Spionage. Kann man die Tür wieder zumachen? Scheiße, leider nicht. Soll ich es tun, Leute? Ich werde es tun. Aber wofür das Kabel? Stromkabel, Handtuch, Morphium. So much morphine for. Okay. Na, da war noch ein Mülleimer. Where's that cord going? What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tube, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Die sind leider etwas mehr als nur das, was du denkst. Wir gucken mal ganz kurz nochmal hinter dem Schrank. Haben wir jetzt sicherlich eine Option, den wegzuschieben. Nee. Da unten ist aber noch ein... Ne, ist doch nur Kisten, okay. Farmbooks, Cookbooks, nothing out of the ordinary here. Okay, schauen wir mal, vielleicht ist hier noch was im Bücherregal, aber es sieht nicht so aus. Wo verdammt nochmal führt dieses Kabel hin? Aber ja, ansonsten ist nichts, wa? Oh. Is that blood? Frisches Blut. Wir brauchen aber ziemlich lange beim Händewaschen, ne? Ansonsten ist ja Medikamente. Someone needed some first aid recently. Musty as hell. Okay, können wir sonst noch was angucken? Smart. Wegen Geheimschalter wird es ja wohl nicht geben, denke ich mal. Na gut, dann. Ah, da ist noch eine Tür. Können wir die aufmachen? Nee, die ist zu. Oh oh. Irgendwas, habe ich das Gefühl, müssen wir hier noch machen. Okay. Na gut, ich werde mal nach unten gehen wieder. Er wird da wahrscheinlich drin sein. Und ich kann da... Ich komme da nicht rein. Da ist nix. Leise wieder runterschleichen. What the hell? Alter, das ist ja wie ein Horrorspiel hier.
Okay, The Walking Dead ist ja so ein bisschen Survival-Horror, aber... Where is that cord going? Ich glaube jetzt nicht, dass ich hier muss, sondern zu dem Schrank, zu dem Bücherregal. Ah, dahinter ist was. Hattest du gesehen? Hinter dem Schrank ist was. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary. Siehst du das nicht? Ach, du Doofkopf, du. Boah, das ist so krank. Alter, jetzt zeig dich. Ich meine, wir hören ihn doch da. Oh, da war eine Hand gewesen. What the hell? Ah, okay. Zumindest haben wir jetzt gesehen, dass dahinter eine Dings ist, ein Raum. Und jetzt werden wir höchstwahrscheinlich hier die Option haben, das Ding wegzuschieben, ja. Mit, oh, sehr, sehr großer Lichtpegel da unten. Aber er hat keine Pistole dabei, ne? Er hat nur höchstens eine Axt. Falls jetzt die Typen kommen sollten. So, da. Tür öffnen. Oh, scheiße. Das ist Mark, oder? Lee. Nee, das ist der Typ, der... Mark. Nee, doch Mark. The hell happened? Oh mein Gott. Brothers. The hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Oh. Clementine. Oh, fuck. Oh, fuck, runter, runter, runter. Schneller. Don't eat that! Huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, scheiße. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's got... No! He just had a start. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. The hell? Now. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? We need to get the kids and everyone out of here. We need to go now. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Oh my God. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Lily, grab a knife! Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? You guys down! We're walking out of here! Don't go near my fucking family! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay! Lee? Lee? Let go of her, you son of a bitch! Ist das Mark als Walker? Oh, scheiße. Oh, fuck.
Oh. Open the goddamn. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, das war genug Craziness für einen Part von The Walking Dead. Ich glaube, ich muss den Part ab 18 Uhr hochladen auf YouTube. Oh mein Gott, ist das teilweise krank. Auf jeden Fall, Leute, war klar, dass die Typen was am Stecken hatten. Aber so krass, dass die alle anderen Menschen essen, die ja vorbeikommen, das ist echt heftig. Na gut, das ist der menschliche Trieb, sage ich mal, auch wenn ich das nicht unbedingt sehr lecker finde. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Walking Dead Season 1 Episode 2 Hunger und Hilfe. Auf diese Hilfe kann ich, glaube ich, getrost verzichten und ja. Mal gucken, was im nächsten Part so Schönes passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, bye bye.